Ja. Ja, liebe Leute, weil sich der Lokalkabel natürlich nicht so viel Text merken kann auf einer Parkbank. Windig ist, hoffentlich fängt es nicht zum Regen an, ja. Hat er sich seinen allerheiligen Text oder Seelentext schon vorab aufgeschrieben. Und ja, und der die Brühen habe ich jetzt da im Sagel. Das ist, das dauert mir zu lang, die aufsetzen. Ein bisschen kann ich mich noch erinnern, was ich da geschrieben habe. Was heißt das? Moment, da ist der Zähler. Wie gerade im Ruhm. Gescheiße, zweite Seite. Nein, zum Glück nicht. Nein, das ist nur, das sind nur Stichwörter. Also, wenn ich einmal hier bin, möchte ich gern in einem riesigen Bierfassel beerdigt werden. Mein Kandler. In einem Baum vollen Bierfassel. Weil in einem gewöhnlichen Arschlagssorg, ja, scheint dort und bierlos zu, weiß nicht, dahin vegetieren, ja, ersticken und verdursten müssen, das ist mehr Scheiße, ja. Was habe ich dann weiter geschrieben, ja? Da ist mir lieber in der Saft wicklebendig in einen hektoliterreichen Gerstensaft-Hassel durchsprechen und total bierschwanger. Ist das nicht ein schöner Tod? Ein schöner Tod kann sich ein Biersäufer gar nicht vorstellen. Und was mir total am Arsch geht, traue ich einmal auf der Arschloch alles erzählen, einen Film kreuen die Leute her. Ich box nicht. Sonst ist keine Sau da in der Gegend. Keine Sau, ne? Vielleicht wenn man der 1. November ist. Naja gut, hoffentlich hat euch mein Text gefallen. Passend da hinten. Das wunderschöne Plakat. Man sieht es nur ein bisschen von die Tanz der Vampire. Ein Leibmanns Musical. Jetzt haben sie einmal zuge da. Ja, ganz so schlecht. Na ja, gut, ist mal wieder weg da. Na gut. Also so viel zu, mehr oder weniger zu den Tag der Toten und ja, und Untoten vielleicht. Ne? Vielleicht kriegen doch einige aus die Gräber raus, ne? Und verwandeln sie in Vampire oder Werwölfe. Hoffentlich nicht, also ich mache jetzt da Schluss, weil ich habe jetzt nämlich am Batzen durch schon, jetzt brauche ich unbedingt ein Krügelbier, was heißt 1,4. Also grüß euch dabei.